Nächste Rednerin, SPÖ Christine Muttonen. Regierungsbank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unsere dringlichste Herausforderung, das ist ja jetzt schon oft gesagt worden, wird in nächster Zeit sein, Menschen, die von den grausamen Kriegen in ihrer Heimat vertrieben, aus ihrer Heimat vertrieben wurden, in sichere und menschenwürdige Unterkünfte zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden. Aber wir müssen schnell handeln, bevor der Winter kommt. Es darf uns nicht passieren, dass Flüchtlinge bei Schnee, Eis und Minustemperaturen in Zelten, in notdürftigen Zelten leben müssen. Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, gibt uns die Möglichkeit, im Notfall schnell helfen zu können und menschenwürdige Unterkünfte und unbürokratisch bereitzustellen. Und mit diesem Gesetz sorgen wir dafür, dass trotz der Eile nicht einzelne Städte und Regionen mit der Unterbringung allein gelassen werden, sondern dass wir diese humanitäre Aktion in Österreich solidarisch und gemeinsam angehen. Und das ist machbar, sehr geehrte Damen und Herren. Österreich kann einen Beitrag leisten und Österreich will einen Beitrag leisten. Das zeigen ja diese vielen Freiwilligen, die unermüdlich Hilfe leisten. Und das zeigen die vielen Unternehmen in Österreich, die sich für die Schutzsuchenden engagieren. Und das zeigen aber auch die Städte und Kommunen, die sich der Aufgabe sehr beherzt, unbürokratisch und letztendlich auch mit viel Kreativität gestellt haben. Da ist in den letzten Wochen, in den letzten Tagen wirklich Unglaubliches geleistet worden. Und darum habe ich auch die Hoffnung, dass dieses Gesetz gar nicht genutzt werden muss, weil es bereits ausreichend Unterkünfte geben wird. Das ist meine Hoffnung. Österreich kann und will helfen, aber auch in Europa sind faire und solidarische Regelungen gefragt. Und kein Land sollte sich aus dieser Verantwortung davonstehlen. Wir müssen in Europa wieder zusammenarbeiten. Dazu gehört eine faire Verteilung der Schutzsuchenden. Die gestern beschlossene Umverteilung von 120.000 Flüchtlingen, das ist ein erster, wenn auch kleiner Schritt. Dazu gehört dann noch die Kontrolle an den Außengrenzen, aber in Übereinstimmung mit den Menschenrechten. Dazu gehören Hotspots an den EU-Außengrenzen, wo Schutzsuchende vernünftig erst versorgt werden können und ein geordnetes Asylverfahren erhalten. Und dazu gehört vor allem auch eine starke europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Eine starke Außen- und Sicherheitspolitik, mit der wir den syrischen Nachbarländern unter die Arme greifen, die sich um knapp 90% der syrischen Flüchtlinge kümmern. Wir müssen gemeinsam mit den USA, mit Russland, dem Iran, den arabischen Ländern, insbesondere Saudi-Arabien und der Türkei, um ein schnelles Ende des Bürgerkrieges uns bemühen. Europa kann und muss eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Flüchtlingskrise zu bewältigen und den Syrern und Syrerinnen ihre Heimat wiedergeben. Wir schaffen das, wenn wir solidarisch agieren. Und in Österreich machen wir jetzt dafür eine wichtige Voraussetzung, schaffen wir jetzt eine wichtige Voraussetzung. Und wir hoffen, dass das in Brüssel heute auch weiter vorwärts kommt. Danke. Sie hoffe, dass es genügend Unterbringungsmöglichkeiten künftig geben werde, sodass das Durchgriffsrecht des Bundes gar nicht zum Einsatz komme in Sachen Flüchtlinge, meint Christine Muttonen von der SPÖ, Martina Diesner-Weiß, ÖVP.